Gut, wir können rumrennen. Wir sind hier auf dem Planeten durch, Miri. Dein Ding sieht aus wie ein ekliger Käfer. Warum ist es nicht, dürfte es nicht blau bleiben? Soll ich es wieder blau machen? Ja, bitte. Findest aber du das so cooler in Gelb? Nein, aber ich wollte es aus dem Inventar loswerden. Ach so. Ich finde das in Blau. So. In Blau sieht es viel schöner aus. Na, so sexy. Viel schöner. Huch, ich bin gegen die Wand. Von allen. Bla bla bla. Hattest du dich damit auseinandergesetzt, wie man Verbesserungen in seine Waffe einbaut? Nein, wie? Wann? Du hast jetzt ein tolles Lichtschwert. Was war denn das für eine Frage? Du wolltest mir das erklären. Oh. Ja, letzte Folge war es ja nicht mehr so. Okay, Erzählstunde. Mach mal rechts raus, also geh mal ins Inventar. Aber wir erzählen uns doch gerade lustige Geschichten. Und jetzt? Nein, auf den Kragen. Erzählung. Jetzt rechts, SDRG Rechtsklick auf dein Schwert. Wo ist das? Da unten links. Da hast du jetzt Möglichkeiten der Verbesserung. Da kannst du dann dein Schwert immer verbessern. Wenn du darüber gehst, zeigt dir dein Inventar schon, was du hast. Genau, und dann kannst du das da reinziehen, wo es hin soll. Und dann fragt er dich, ob du was reinsetzen willst. Und du sagst, ja, kann ich mal machen. Und dann kannst du gucken, ob du noch andere Sachen hast, die du verbessern kannst. Wenn das in deinem Inventar drin ist, wird es leuchten. Ja, und das definiert deine Farbe von deinem Laserschwert. Oh, cool. Katze, nicht auf meinem Stuhl setzen, wenn ich mich draufsetze. Das ist aber gefährlich. Das macht sie immer, sobald du aufstehst. So eine lebensmüde Katze. Setzt sie sich sofort da drauf. So, okay. So, ich muss auch mein Schwert modifizieren. Psst. So, wollen wir eigentlich noch die zwei Quests, die wir hier haben, machen? Die Maschine. Ja, die Maschine und auch diese Belohnung, die wir noch aus dem Grab holen können. Welche Belohnung können wir aus dem Grab holen? Ja, dieses Grab, dieses Relikt. Wollen wir das noch machen, wenn wir hier sind? Oh, dieser Typ ist so riesig. Warum kann ich ihn nicht schrumpfen? Was? Warum hat er denn mein Schwert nicht modifiziert? Was ist denn falsch hier gerade? Hallo? Ist das Internet wirklich so schlecht gerade? Ach, ich hätte anwenden drücken müssen. Ja, wusste ich. Oh, habe ich auch nicht anwenden gedrückt? Bestimmt nicht. Hast du nicht? Nein, ich glaube nicht. Dann guck mal nach, ob das Teil noch in deinem Inventar ist oder eben nicht. Hast du noch? So, dann würde ich sagen. Ja, jetzt warte doch auf mich. Ihr werdet schon wieder Baloui-Bärchen geschrieben. Wo muss ich denn anwenden? Wo ist denn anwenden? Unten rechts. Ah, das kann man ja voll einfach übersehen. Ja, ne? Wie schon blöd scheiße. Ist denn das? So, dann rausgegangen aus der Tür. Hallo. Iriman, hallo. Iriman. Dann, theoretisch, da du ja jetzt auch Abonnent bist, ja, dürftest du auch bald ein Fahrzeug kriegen, womit wir fahren. Dann gehen wir jetzt erstmal ins Grab und holen uns unsere Belohnung. Ja. Ich habe ein Laserschwert. Wie zieht man das Schwert? Y. Y. Oh, das ist aber weit weg. Hallo Fandubia. Ja, ihr Lieben, jetzt die Aufnahmen, die jetzt auch wieder auf YouTube kommen, sind wieder parallel, die auch gleichzeitig gestreamt werden. Wundert euch also nicht, wir machen immer mal beides so im Wechsel, wie es sich gerade anbietet. Manchmal nehmen wir einfach nur auf und manchmal streamen wir das. Der Typ ist einfach viel zu groß. Ich hoffe, der Sound ist diesmal besser als bei den letzten. Ganz wichtig. Ich sehe einen Dauer und nur den roten Rücken. Absolut unheimlich. Ja, Yukio, man muss auch nicht jedes Spiel kennen, ne? Oh, ich habe ein Laserschwert. Ich werde es benutzen. Das ist so cool, ja. Muss ich dir helfen oder kannst du das dann? Also, würde halt schneller gehen, ne? Vor allen Dingen. Oh, Loot. Oh. Okay. Bei mir steht, dass das blaue Ding keinen Einflussgewinn hätte bei meinem. Und bei dir? Wo steht das? Auf dem blauen Ding. Achso, ja, plus 40 Rüstung und 2 Beherrschung. Nein, das meine ich nicht. Das blaue Teil, das zweite. Das zweite. Kein Einfluss. Dann mach auch Gier. Gier. Bei der Hose habe ich Bedarf gemacht, weil das ist besser für mich. Okay. Kannst du es überhaupt tragen? Es ist mittelschwere Rüstung. Weiß ich nicht. Nein, verstehst du bestimmt wieder. Da steht ja wieder ein ganz rotes Symbol, dass du es nicht tragen kannst. Ja, das kann ich tragen. Nein, mach Gier. Doch, das kann ich nein, tragen. Nein, du kannst Doch, es nicht tragen. Nein, nicht das so ist meins. Doof. So. Das will ich haben. Oh nein, ich wollte die jetzt nicht wirklich angreifen, aber egal. Wo bist du hingegangen? Stimmt. Zack, alle einfach umgenießen. Oh, gut. Meins. Credits. Naja, wäre Miri da noch Credits sortiert, mach ich mal hier Randale. Und deine Freundin, wer macht das? Irgendwann meine Freundin, meine Heilerfreundin. Nein, warum ist die Katze jetzt hier? Nein, geh woanders hin. Du schmeißt nur wieder die Flasche auf meine Schulter. Ja, wie soll ich denn? Die blöde Katze hat letztens die Flasche, die auf meinem Schreibtisch neben mir steht, auf mich geworfen. Die 1,5 Liter Flasche. Hier, du musst die Statue anklicken. Oh, ja, meine Belohnung. Das annehmen. Das hat sich ja mal überhaupt nicht gelohnt.
Oh, Level Up. Oh, dafür sind wir zurückgegangen. Level Up. Nein, es kommt kein Minecraft. Das ist erst, wir spielen Star Wars. Wenn wir im Moment streamen. Ich meine, das ist ja fast Minecraft. Was? Guckt euch die Kanten hier an in dem, also. Wenn ihr Minecraft gucken wollt, es gibt doch gerade genug die Craft Attack und sonst was streamen, also. An Auswahl fehlt es ja gerade nicht. Zack. Okay, zack. Katze! Bist du, was hast du bestellt? Was du sollst nicht gemacht? Auf dem Mischpult rumgestrampelt. Warum machen sie das immer? Weil sie nicht, weil sie doof sind, weil sie Katzen sind. Sterbt! Warum hast du ihn schon getötet? Oh, danke, Jürgen. Danke. So, Oh, ich habe ein Achievement bekommen, ja. Können wir nicht die Gefährten tauschen? Ich hätte lieber die Kleine da. Du kriegst dann nachher noch andere zur Auswahl. Aber der ist so groß, wenn der nicht. Du kriegst dann nachher noch andere zur Auswahl. Wenn der nur nicht so riesig wäre. Ich sehe andauernd nur seinen blöden roten Rücken. Du nörgelst mir zu viel. Ja. Ich sehe immer nur deinen Rücken. Warte mal, ich guck mal gerade. Können wir da einfach rüberrennen? Ja, lass uns rüberrennen, komm. Bis wir da wieder auf der anderen Seite sind und Raumschiff nehmen müssen und sowas alles. Weißt du, du kommst da nicht sind so da blöde Leute, aber das. Ich hab ein Laserschwert. Wie lass mich in Ruhe. Wie kommen wir jetzt denn da hoch? Da geht's gleich hoch. Keine Sorge. Keine Panik auf der Titanic. Guck mal, da suchen noch andere Leute Gruppen für Hassmaschinen. Aber nein, wir haben es auch allein probiert. Ihr müsst es auch alleine machen. Wir machen es nämlich jetzt auch alleine. Ja. Zu viert. Ja. Alleine zu viert. Was machst du für Lärm? Katze. Achso, du, das war nicht was. Ich war das, nee, nein, das war Katze. Okay. Das war Katze? Katze war das. Katze. Ich meine, ich weiß, welche Sachen einfach, das war Katze. Ah, die Hassmaschine, da unten rechts. Ja, dann laufen wir. Ey, was macht ihr denn da? Das sieht schön aus. Ja, die passen auf, dass keine Monster durchkommen. Tschüss. Wir dürfen das, wir sind wichtig. Tschüss. Tschüss. Na, ob wir dieses Mal das Ding besiegen? Natürlich. Ich bezweifle es immer noch. Oh nein, da muss ja noch in so ein... Ich dachte, wir wären schon durch. Das nee. Ist so kompliziert. So weit zu laufen, ehrlich. So weit. Los, kämpft mal da hinten. Viel Glück. Ja, es ist halt nicht viel los im Chat, weil es sind halt nicht so viele Zuschauer. Aber das ist nicht schlimm. Die meisten gucken es eh nachher auf YouTube an. Wo bist du hin? Ja, ich bin falsch gelaufen. Ich habe auf den Chat geachtet. Ich hänge fest an einem Stein. Ja, aber sich über mich lustig machen. Ja, du ne? bist gar nicht rübergekommen. Ja, bla 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 bla. Hast du was gesagt? Ja, mach die Hassmaschine doch allein. Ja, mach ich auch jetzt. Ja, mach doch. Nein, lieber nicht. Aber ich hab Wett dabei. Du hast wen dabei? Wett. Die heißt Wett? Ja. Ich betrete den Story-Bereich und der gehört dir. Das ist ziemlich gemein. Ja, die Quest geht aber für beide, das ist egal. Naja. Oh, jetzt geh doch mit deinem Riesenrücken weg. Ich hab immer noch ein Laserschwert. Und ich drücke auf den Knopf. Nein. Zuerst kommen sie von rechts, oder? Ich weiß nicht mehr, woher sie kamen. Sie kamen auf jeden Fall von überall. Nein. Zuerst von rechts, dann von links und dann... Von überall. Muss ich auch noch? Oder reicht das, wenn du... Ich glaube, es reicht nicht, wenn ich das alleine mache. Dann... Super. Dann mache ich das. Bei mir ist ein Haken über dem Kopf und bei dir. Bei mir noch nicht. Ich dachte, es reicht, wenn das einer macht. Oh, oh, oh. Und sie kommt von... Rechts. Kommt, ihr Kloschnecken. Gar kein Problem jetzt hier, wenn man Leute haben, die einen heilen und so und Nahkämpfer und. Oh, sie sind einfach schon alle tot. Ja. Hallo? Warum das hatte ich irgendwie schwerer in Erinnerung. Huch, das sind aber große. Ja. Geht nicht zu Miri. Geht nicht. Ach so, warte mal, ich kann ja nicht zu Tode schreien. Schrei! Tut mir so leid. Ja, okay. Huch, jetzt kommt irgendwo das Riesenvieh. Wo ist das? Komm. Ich habe Angst vor dem, das ist eklig. Ich mach's kaputt, keine Sorge. Aber einen durchschlagenden Hieb und noch einen. So. Oh. Das war irgendwie... Wow, war das schwer? Wow. Okay, das war jetzt... Kommt noch was? Oh, wow, guck mal, da gibt's blaue Loot. Das ist cool. Das ist leichte Rüstung, das ist für dich, okay? Ich verzichte ja. darauf. Dann, das Blaue macht du Bedarf. Und ich mache auf das Grüne. Das ist deins. Das ist, genau, das ist mittelschwere Rüstung, kannst du nicht tragen. Oh yeah. Warte, was habe ich bekommen? Oh nein. Vorher hatte ich die da in Handschuhe, schau mal, jetzt habe ich sie zweimal. Nein, egal.
Und wir müssen jetzt hier irgendwas mitnehmen. Flo? Oh, da war eine Platine drin. Flo? Ja, ich kann sie erst nehmen, oder wenn du da bist. Ich habe mal wieder einen Haken über dem Kopf. Muss auch. Ja. Ja, ich nehme sie dann mal. Yay, und das ist ganz toll. Oh, du hast ein Level Up, du Cheater. Ich hab ein Level Up. Weißt du was? Wenn ihr das, ihr seht es ja unten, ne? Ich wurde eh runtergestuft von Level 14 auf Level 12, weil wir sind ja overleveled für diese Region. Was? Ehrlich? Ja. Du müsstest auch da unten, wo dein Level steht, müsstest auch 13 runterfallen, auch zweimal nach unten und 12 auf stehen. Auf 12, stimmt. Ha. Ja, voll die Verarsche. Was soll denn das? Weißt du, da ist man so stolz. Oh, ich hab mir so viel. Warte mal, wir müssen, glaube ich, nicht wieder zur Hassmaschine das Ding abgeben, oder? Nö. Nicht? Der will seine Sachen gar nicht wieder haben. Nicht? Der will nicht, dass wir nochmal mit ihm reden? Nein, will er nicht. Stimmt. Warum nicht? Ja, dann nehmen wir die Schnellreisefunktion. Und reisen zur Thief Akademie. Oh, jetzt geht's auch nach 6 Minuten bei mir. Welches ist das? Thief Akademie. Unteres Wildland. Ah, ja. Hä? Ja, ja, tschüss, Miri. Tschüss, war schön mit dir. Ich geh zum unteren Wildland. Viel Spaß. Ja, ja, mir doch egal. Mach doch, was du willst. wie lange ich das hier live streame? Keine Ahnung, solange Miri und ich Lust haben, es aufzunehmen. In 2 Minuten ist zu Ende. Hast du eigentlich Post gekriegt, Miri? Also guck mal in deinen Briefkasten hier. Welch Freude. Unter P wie Post? Nein, du sollst hierher kommen. Hier sind Briefkästen in der Welt. Wo bist du? Hier. Ja, ich springe hier. Ach, guck hier. Mal, kannst du da Post? Hast du Post gekriegt? Oh, super. Müll habe ich gekriegt. Ja, und was soll ich davon bekommen haben? Das ist ziemlich viel. Okay, dann, was denn zum Beispiel? Willkommen bei Galaktik, was weiß ich, vor 11 Tagen. Aha. Bewegliche Schuld. Von Blot Nikos. Ich muss dir mal sagen, was du davon aufheben. Vielleicht ist ja schon irgendwas dabei, damit wir Go-Kart fahren können. Ja, guck doch. Ja, da muss ich ja zu dir kommen. Ja, komm zu mir. Ja. La, 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 la. Hallo? Man hat dich bestimmt nicht gehört. Ja, ist nicht schlimm, jetzt bin ich hier. Okay. Wir gucken mal. Da gibt es Datenkristalle, das kannst du nehmen. Dann nimmst du die Sachen einfach mit rechts da raus und dann drückst du löschen. Dann steht ein bisschen, oh ja, du bist jetzt so toll und kannst dir gleich einen 66 Charakter machen. Dann, oh toll, da gibt es 100 Prestige. Kann man benutzen, spammt dein Inventar nicht voll. Willkommen bei Dings, das gibt auch 100 Prestige. Auch nicht so wichtig. Ein Geschenk von Spindral. Das ist einfach ein Getränk, damit du mehr Ausdauer hast für eine Stunde. Beglichene Schuld, da ist manchmal Credits drin, musst du die übernehmen. Da steht ein bisschen Storyline, weil du ja irgendwie gerettet hast, Auge um Auge und bla bla bla. Richtig. Komm bitte. Das ist Schrott, das nimmst du bitte noch nicht mit. Das wäre mein Inventar voll. Da bestimmt auch. Das ist und das ist, schaltet einen Titel frei. Ah, was für ein Titel? Boah, du hast das Tutorial noch an. Nervt dich das nicht? Dieses Tutorial? Das ist die ganze Zeit dieses Fragezeichen, was da unten geblunken hat. Welches Fragezeichen? Guck mal, in deinem Inventar ist jetzt ein paar Sachen, die du mal eben alle verbrauchen kannst. Das, das und das. Das? Ja. Was noch? Das. Das? Das. Und das daneben? Bist du da schon mal los? Und dann, ja, das da kannst du dann nachher überlegen. Und diese XP-Dinger, die bringen uns halt eine Stunde mehr XP. Da leveln wir schneller. Aha. Aber das machen wir gleich. Ich sag dir, wann du es benutzen darfst. So, dann hast du leider noch kein Raumschiff dabei. Aber ist egal. Huh. Wir gehen jetzt. Du solltest, ich habe gesehen, dass dein Inventar ziemlich voll ist. Das solltest du. Erstmal musst du einmal hier jetzt auf diese Infotafel klicken, wo ich letztes Mal gesagt habe, ob die geht. Jetzt müsste sie gehen, oder? Ja. Untersuchen. Na, geht doch. Yes, was habe ich bekommen? Einfach nur XP. Gesundheitsverbesserung. Ja, ja. Und jetzt hier klickst du hier auf den Händler und verkaufst mal bitte deinen ganzen Schrott. Ja, hier. Schrott und was du nicht mehr brauchen kannst. Womit kann ich Schrott verkaufen? Und dann halt alle Items, die du nicht anziehst, nicht anziehen willst, die du einfach nicht mehr brauchst. Was muss ich damit machen? Rechtsklick? Ja, dann verkaufst du sie sofort. Du solltest halt gucken, außer diese Dinger, die irgendwie Einflussgewinn geben oder sowas. Was ist denn Einfluss? Da steht dabei, gib bei dem und dem Einfluss. Hä, wo denn? Wenn du mit dem Item darüber, mit der Maus drüber gehst, steht da Luxus oder Trophäe oder Kulturartefakt in Rot steht es da. Bei mir steht minus 30 Rüstung und minus 7 Beherrschung. Das ist gut, das behalte ich. Nein, das kannst du verkaufen. Wie gesagt, alles, was du nicht brauchst. So. Ich glaube, ich bin fertig. Ihr könnt gut. Und unten kannst du ja dein Inventar erweitern. Du müsstest 500 Kartellmünzen haben für 175 Wie Katze. Unten erweitern bei dem Typ? Nee, in deinem Inventar ist so ein Symbol. Ein besseres Inventar Angebot erweitern. Findet ihr nirgends. Nein. Doch. Inventarmodul erweitern. Ja, genau.
Und dann musst du vorne links auf das Plus drücken und dann entweder hast du die Credits, dann kostet 50.000 Credits. Du hast nicht genug Credits. Oder du kaufst es mit Kartellmünzen, siehst du rechts, dann für dein Benutzerkonto, ist dann für alle Charaktere freigeschaltet. Oder Charakter nur, dann kostet halt 175. Du müsstest 500 haben oder sowas. Aber das brauchen wir im Moment noch nicht. Hä, also mach ich's nicht. Nein. Wolltest du dir nur schon mal erklären? Warum? So, wir rennen jetzt und gehen zur Flotte. Hier hinter dir. Hier, hallo, 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 komm. Ach da. Hinter dir, das war vor mir. Ich hab dich angeguckt. Ja, ja, ist okay, okay. Wir werden endlich diesen widerlichen Planeten verlassen. Ah, diesen Wüstenplaneten. Ja, ehrlich. Immer Wüstenplaneten. Guck mal, er hat zwei Sonnen. Oh, Sonnenuntergang, Miri, erinnert sich das an? Ich glaube, das sind keine Sonnen, das sind andere Planeten. Wo ist meinst du trinken, Miri? Weiß ich nicht. Wie soll ich denn aufnehmen und... Oh. Gut, dass ich... Ich glaube, du läufst da gleich gegen das Gebäude. Nein, nein, ich bin schnell genug wieder da. Du läufst gleich gegen das Gebäude. Und. Oh. Mist. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Hier müssen wir hin. Hier? Hier, an das Raumschiff. Hier? Aber so, und da klickst du jetzt rechtsklick auf die Tür und dann gibt es... Ich sehe nichts, mein Typ steht im Weg. Imperiale Flotte. Imperiale Flotte? Ja. Und wir fliegen los. Und jetzt siehst du erstmal, wie cool unsere Flotte eigentlich ist. Weiß ich nicht, weil sie cool ist. Bis jetzt noch nicht. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht. Nein, man sieht es nicht. Schade. Nein, ich habe nur ein Ladebildschirm. Bist du schon fertig? Ja, ja. Ja, warte auf mich. Ich kann für Wett neue Klamotten... Ah, da kriegst du ein Klamottenset für deine Begleiterin. Aber was zieht mein Typ denn an? Irgendwie steht nicht wirklich dabei, was es macht. Was ist das? Du kannst jetzt wahrscheinlich auch Ausrüstung für deinen Begleiter aussuchen, ne? Wo denn? Als Questbelohnung habe ich das. Du nicht? Okay, vielleicht. Kartellmarktgegenstand. Kostenloser, geringer Erfahrungsschub habe ich bekommen. Nee, dann. Ja, okay. Meinem Typ, was willst du ihm denn anziehen? Ich habe für Wett halt Klamotten gekriegt. Ich weiß nicht warum. Ach so, der hat ja nichts. Deswegen. Verstehe. Alles ist das gut. So ruhig. Ja, ne? Ja, habe ich auch gedacht, als ich das erste Mal hier auf diese Station gekommen bin. Hier ist ja nichts los. Na dann, bist du überhaupt bei mir? Ja, bist du. Ja, ich bin... Oh, meine Schritte sind so laut. So, das hier ist jetzt unsere... Im Prinzip ist es hier die Hauptstadt oder so, wie man das benennen will. Klickst hier auf dieses Terminal, auf dieses... Ich dachte, ich falle hier durch. Okay. Auf dieses Aufzugssymbol hier. Und dann wählst du Hauptebene aus. Auf der Hauptebene. Da labert uns jetzt erstmal einer voll, denke ich mal. Hallo, ich bin Balui. Wo bist du? Ich muss hier jetzt links. Jetzt hör doch auf, immer vorzulaufen. Ja, wo soll ich denn sonst hin? Ich rede mit dem hier. Oh, ist nur für mich ein Gespräch. Du musst deinen rechts anlabern. Nein, ich musste den auch anlabern. Die Schülerin von Lord. Sind wir nicht in der Gruppe? Möge euch schon doch, aber die Ehre zuteil werden, die vielleicht ihr vielleicht ist verdient. Ein unterschiedlicher Dialog. Auf Korriban habt ihr euch das Recht erworben, Sith genannt zu werden. Aber das war erst der Anfang. Eure Meisterin wünscht, dass ich eure Ausbildung weiter überwache. Eines Tages werde ich die Sith beherrschen. Meine Stärke ist grenzenlos. Bei allem, was ich von Lord Sesh erfahren habe, glaube ich das. Lord Sesh geht den Weg der Suche nach dunklen Artefakten und Geheimnissen. Andere wählen den kriegerischen Pfad und bündeln ihren Zorn zu körperlicher Kraft. Auch ihr müsst euren Weg finden. Was ist das? Ich muss jetzt auswählen, ob ich ein Kämpfer sein möchte oder die Macht studieren. Genau. Und was nehme ich jetzt? Die Macht. Warum? Weil du doch Blitze schießen willst, oder nicht? Okay. Ich möchte die Aber kannst du das jetzt schon aussuchen? Ja, ab der im Gespräch. Denkt darüber nach. Sprecht mit Aufseher Kryos, wenn ihr bereit seid, eure Ausbildung ernsthaft anzugehen. So, jetzt. Jetzt klickst du oben, möchtest so ein Symbol leuchten, ja? So ein Kreis mit einem Schild drin. Nein. Ach, da oben. Ja. In der Mitte. So, jetzt müsstest du zwei Sachen auswählen können. Das hier? Ja, genau. Ich muss das mal bei dir sehen. Ich weiß nicht, was ist. Attentäterin oder Hexerin? Ja, Hexerin, okay. Da musst du dann unten auf Übernehmen klicken. Das? Will ich das?
Ich weiß nicht. Ich mach hier Sith Juggernaut. Dann kann ich nämlich verteidigen und tanken zur Not. Nicht kämpfen? Nee, ja. Soll ich lieber Heiler werden? Nein. Das Hexerin ist nämlich Heiler. Ja, ja, hat es auch. Also du kannst, wenn du das übernommen hast, kannst du dann auch noch eine der drei Stufen auswählen. Ja? Der drei, die da drunter stehen. Wie? Du siehst das doch. Ach so, ah. Und dann musst du dich noch entscheiden, was du machen willst. Ich verstehe. So, dann drückst du jetzt übernehmen. Ich bin ein Juggernaut. Und wie kann ich eins von den unten drei auswählen? Nach, kommt als nächstes. Nach dem Übernehmen. Genau. So, entweder mache ich jetzt Unsterblichkeit, damit ich tanke. Ein Vergeltungstyp, der, weiß ich auch nicht. Nee, also Licht heilen möchte ich nicht machen. Oder Wut. Mit ich heile Wut. Dich doch nicht, hallo? Hallo? Ich habe außerdem meine Wett. Toastbrot, jeder kann mitspielen, wobei bei uns in der Gruppe im Moment halt noch nicht, weil wir jetzt ein bisschen leveln und so. Aber wir werden auf jeden Fall, wenn möglich, eine Gilde eröffnen. Und dann können natürlich alle rein, die wollen. So, ich mache Unsterblichkeit. Wahnsinn, das hört sich ja lustig an. Hast du übernommen? Das erste, ja. Ich weiß nicht, was ich von den anderen drei wählen soll. Ich kann mich nicht entscheiden. Ja, das Blitz oder Wahnsinn? Nee, mal Blitz. Sei einfacher, glaube ich, für dich. Aber Wahnsinn ist lustig. Du bist aber Wahnsinn. Ja, was siehst du? Boah, was? Und was muss ich jetzt hier machen? Nee. Und da siehst du nur, was du noch alles freigeschaltet kriegst an Fähigkeiten. Ach, ja. Ist doch nichts. Nee, ist nichts. Au, Katze! Aber da kann ich gerade nichts machen. Nee, oder? Nee, da kannst du nur jetzt halt... Schließen. Genau, mach's oben aufs... Ja, so. Gut, dann ist das schon mal erledigt. Nein, du hast noch ein zweites Symbol, was bei dir leuchtet. Da musst du mal draufklicken, aufs Vermächtnis. Da musst du dir jetzt einen Namen geben für deine anderen Charaktere, wenn du jemals noch mal welche hast. Ach so. Und Iriman, die Schlaue. Du nennst sie mit Nachnamen, die Schlaue. Wie hast du dich genannt? Nein, keine Ahnung, ich hab's Balui genannt. Weil, das kann man ausblenden, man muss es, sieht keiner. Das heißt, das Vermächtnis von Balui. Nenn ich doch einfach nur Miri. Das Vermächnis von Miri. Was muss ich da? Dann weiß doch jeder, wenn er dich sieht, was du bist YouTuber. Was macht denn Vermächtnis-Nachname? Ja, Miri oder Miri33, wie du willst. Und mehr nicht, nur Miri33. Genau, und dann fertig. Verstehe. Katze, du! Ungültiger Name, ich darf keine... Okay, dann nur Miri. Ich darf keine 33 einschalten. 33. Okay, sehr schön. Gut, so, dann kommen wir mit. Oh, der hat einen Katzi, auf dem sie reitet gehabt. Okay, oh. Ja. Dann gehen wir jetzt hier rüber und kommen erstmal zu dem Bereich der Kampfausbilder. Hier lernst du alles hier lerne ich Wichtige. Alles? Ich muss hier zum Beispiel zu dem hier. Ich weiß nicht, ob das wieder ein Dialog ist, den ich nur alleine machen kann. Ja, das ist es. So für dich müsste auch einer sein. Nein. Irgendwo, ja, aber vielleicht weiter drüben. So einer, so... Oh. Gut, dass man das wieder nicht versteht. Der macht Umani, Jumbata, Unguka, Ungata. Hallo, ach, hier ist meiner. Dann rede ich mal mit dem. Umba Hupa macht meiner auch. Ach, schön. Gut, dass er auch nur Umba macht. Umba Tete. Er hat nur zwei Wörter gesagt und da standen 3 Milliarden Sätze. Ja, ich habe mich entschieden, dankeschön. So, und dann kannst du da direkt mit dem Plus neue Fähigkeiten lernen. Alter. Oh. Warum so viele? Muss man alles lernen. Wo denn? Wo kann ich neue Fähigkeiten? Bei dem Typ mit dem Plus. Warte mal, guck mal auf der Minimap. Irgendwo in der Nähe müsste da sein. Da. Hier. Ich hab ihn Klick mal drauf. Jetzt musst du beachten, es gibt jetzt einmal die... Welche dunklen Geheimnisse soll ich mit euch teilen? Ja. Musst du alles lernen. Guck mal, ich kann einen Gleiternavigator. Ja, du hast nur noch keinen Gleiter, kommt aber noch, keine Sorge. Hier, das sind die neuen, die ich lernen kann. Genau. Die kann ich alle lernen, alle mit oder? Der rechten Maus, das lernen. Hier steht bei mir, ich könnte noch was lernen, aber er macht es nicht. Ja, ja, als Maul. Okay, was haben wir denn jetzt hier Schönes? Ich kann jetzt zum Beispiel verspotten, dass mich der Gegner auf jeden Fall angreift und nicht dich. Hinfort. Oh, so, cool. Den Machtvorstoß, den werden wir uns woanders hinlegen und den werden wir, wenn wir nach Möglichkeit haben, irgendwie eine Zahl drauflegen. Ja, was habe ich gemacht? Alles gut. Ich weiß nur noch nicht so genau, was. Oh, ich kann nicht heilen. Was ist das? Oh, und ich habe eine defensive Lichtschwertform, die interessiert mich aber nicht wirklich. Vergeltungsschlag.
Ausweichen ist nicht möglich. Ja, okay. Und das hier ist nur so ein Schadensreduzierungsquatsch. Das ist halt Quatsch. Irgendwann brauche ich das bestimmt, aber im Moment halt noch nicht. Ja. Gut. Okay, ich habe alles gelernt. Du auch? Warum steht da immer noch, dass ich was lernen kann? Ja, ich muss nur gucken, wo ich was hin tue. Ja, das ist immer so eine Sache, weil es einfach viel zu viele Fähigkeiten gibt.